und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, in dem ihr alle Informationen zum Maschinenbautechniker bekommt. Ich habe so auf YouTube mal geguckt und ich mache ja gerade den Maschinenbautechniker in Teilzeit und habe kein ordentliches Video gefunden, wo alles von vorne bis hinten erklärt wird. Und ich dachte, komm, das mache ich jetzt mal. Also erstmal zu mir, mein Name ist Lia und ich bin technische Produktdesignerin und ich dachte mir nach der Ausbildung, das ist ja jetzt noch nicht alles, du willst irgendwie noch weitermachen. Gleichzeitig willst du aber auch arbeiten und Geld verdienen und dann bin ich zum Maschinenbautechniker gekommen. Und zwar, weil es zwei Möglichkeiten gibt, den Maschinenbautechniker zu machen. Einmal in Vollzeit und in Teilzeit. Das heißt, einfach Teilzeit, ihr arbeitet weiter und geht in die Abendschule und samstags und Vollzeit, ihr seid nur in der Schule und verdient halt auch kein Geld, außer ihr macht am Wochenende irgendwelche Jobs oder so. Da kann man aber auch zum Beispiel BAföG beantragen. Genau, starten wir mit dem Ablauf, womit ich gerade schon angefangen habe. Ich habe mich dazu entschieden, Teilzeit zu machen. Das Ganze geht 4 Jahre. Bei mir habe ich Dienstag, Donnerstag, Abend und samstags bis 13 Uhr Unterricht. Der Vollzeittechniker dagegen geht 2 Jahre und ihr habt halt wirklich das Doppelte an Stunden, aber seid halt in 2 Jahren durch, also in der Hälfte der Zeit, aber könnt halt nicht normal arbeiten gehen dabei. Ich muss sagen, für mich ist es genau das Richtige und es ist auf jeden Fall machbar in Teilzeit. Es schränkt natürlich euer Privatleben ein, das ist ganz klar. Aber das müsst ihr für euch selber entscheiden. Ich werde euch jetzt einmal alles vorstellen, was für Voraussetzungen ihr braucht, was das Aufgabengebiet umfasst, was ihr danach mit dem Maschinenbautechniker machen könnt und so weiter und so fort. Machen wir weiter mit den Voraussetzungen und Kosten. Ich mache den staatlich geprüften Techniker, das heißt, ich zahle wirklich rein gar nichts. Also das ist an einem Berufskolleg. Ich weiß, dass es auch die Möglichkeit gibt, den Maschinenbautechniker an einer Fachhochschule zu machen oder als Fernstudium, das kostet aber. Und zwar ist es oft an der Fachhochschule, viele wollen das nicht samstags haben, den Unterricht. Und dann ist es Montag, Dienstag, Mittwochabend zum Beispiel, wenn man jetzt die Teilzeitform macht. Aber ich kann euch das mit dem staatlich geprüften Techniker nur ans Herz legen. Ihr habt denselben Abschluss und habt nicht noch irgendwelche Kosten unnötig nebenher. Und ich komme damit super, super gut zurecht und bin sehr zufrieden. Eure Voraussetzungen ist eine abgeschlossene technische Berufsausbildung. Bei mir war es der technische Produktdesigner. Ich habe zum Beispiel auch Industriemechaniker, Zerspannungsmechaniker, Mechatroniker, Elektroniker in meiner Klasse. Und ihr müsst halt die Ausbildung abgeschlossen haben und 1 Jahr Berufserfahrung haben. Jetzt das Interessante. Wenn ihr den Techniker in Teilzeit macht, könnt ihr direkt nach der Ausbildung starten. So habe ich das nämlich auch gemacht, weil ihr die Berufserfahrung ja währenddessen sammelt. Wenn ihr den Techniker in Vollzeit macht, arbeitet ihr am besten nach der Ausbildung erstmal 1 Jahr. Und so könnt ihr halt auch ein bisschen Geld zurücklegen und startet dann in den Vollzeittechniker. So viel zu den Voraussetzungen. Machen wir weiter mit den Inhalten. Es gibt, sagen wir mal, 3 Technikfächer, die so die übergeordneten Fächer sind. Wir fangen an mit der Fertigungstechnik. Fertigungstechnik beinhaltet eigentlich schon wieder das Wort, wie fertige ich ein Produkt? Und da wird dann überlegt, macht man das durch Drehen, macht man das durch Fräsen? Man berechnet Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Laser haben wir berechnet. Also wirklich alle möglichen Fertigungsverfahren. Und ja, lernt die Fertigung von einem Produkt. Das nächste große Fach, ich kann das jetzt für euch sagen, das ist so das Fach, wo die meisten ja am meisten Angst vor haben, ist Konstruktionstechnik. Es ist aber machbar, Leute. Es geht los mit dem allgemeinen und zentralen Kräftesystem. Habt ihr bestimmt schon mal in eurer technischen Ausbildung gehört. Dann geht es über Lagerberechnung. Ihr legt später Wellen aus. Das kommt jetzt bei mir bald, weil ich bin jetzt übrigens im 3. Jahr und habt somit diese ganzen Sachen schon durchgemacht, sag ich mal. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Themen, die euch ganz genau erwarten, schreibt mir gerne unter den Kommentaren.
Außerdem ist Konstruktionstechnik auch, dass ihr ein CAD-System lernt. Bei uns in der Schule ist das SolidWorks, also ihr konstruiert auch wirklich, erstellt technische Zeichnungen. Das gehört alles zu Konstruktionstechnik. Ihr seht schon, der Maschinenbautechniker ist sehr, sehr umfassend. Ihr habt so viele technische Bereiche. Der dritte große technische Bereich ist nämlich Automatisierungstechnik. Ihr lernt, wie ihr Anlagen automatisiert. Das heißt, es geht los mit Pneumatik, das hatten ja auch viele schon in der Ausbildung, und dann weiter mit Steuerungen entwickeln. Ihr lernt SPS programmieren zum Beispiel auch. Jetzt gerade bin ich beim Thema Dynamik angekommen, da lernt ihr dynamische Berechnung. Nur einmal als Einblick, Statik ist ja die Berechnung, wenn sich nichts bewegt, und Dynamik ist die Berechnung zum Beispiel von einem Transportband, wenn sich etwas bewegt. So viel zur Automatisierungstechnik. Also ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr vielseitig, und ihr habt einfach nach dem Maschinenbautechniker ja so ein krasses Grundwissen über den ganzen technischen Bereich. Aber es gibt auch noch andere Fächer wie Wirtschafts- und Betriebslehre zum Beispiel. Da lernt ihr Kostenrechnung. Und wir sind jetzt gerade auch beim Thema Qualitätsmanagement, gehört zum Beispiel auch zur Wirtschaft dazu. Also es ist halt wirklich so speziell auf den Betrieb nochmal gerichtete Wirtschaft. Und das war's zum Thema Wirtschaft. Dann haben wir auch noch technisches Englisch. Da lernt ihr zum Beispiel einen Business-Trip oder so. Wie rede ich mit anderen Firmen? Wie schreibe ich E-Mails zu anderen Firmen? Ihr lernt technische Begriffe. Ihr müsst ja natürlich auch technische Begriffe können. Da schreibt ihr auch Vokabeltests und sowas. Aber halt wirklich im technischen Bereich. Und im ersten Jahr hatte ich noch Deutsch und Kommunikation. Das habt ihr wahrscheinlich nicht die ganzen 4 bzw. 2 Jahre über. Und da geht es dann halt nochmal wirklich um die Kommunikation mit Kunden und ja, alles, was man so im Bereich Deutsch in Verbunden mit Technik benötigt. Machen wir weiter mit dem nächsten Punkt, der Abschlussprüfung. Ja, da bin ich jetzt eigentlich schon ja, kurz davor, weil ich bin am Ende des dritten Jahres. Im dritten Jahr seid ihr mit dem Stoff eigentlich komplett durch und startet im vierten Jahr nach den Sommerferien direkt mit der Techniker-Abschlussprüfung. Und das ist eigentlich ähnlich wie eine Bachelorarbeit. Also ihr seid in 2er- oder 3er-Gruppen, habt ein technisches Projekt, also ihr sucht euch einen Betrieb. Viele können das beim Teilzeittechniker in ihrem eigenen Betrieb machen und entwickelt komplett etwas neu oder optimiert etwas und schreibt dazu ja eine Arbeit, also wie eine Bachelorarbeit, und präsentiert das dann. Das ist der praktische Teil der Abschlussprüfung. Es gibt auch noch einen schriftlichen Teil, da schreibt ihr halt in den Technikfächern nochmal eine schriftliche Abschlussprüfung. So, ja, Punkt Berufsleben habe ich mal aufgeschrieben, weil viele denken sich, was bringt mir das denn jetzt, wenn ich den Maschinenbautechniker mache? Ja, ich kann das jetzt anhand meinem Beruf sagen. Als technischer Produktdesigner ist man halt der, der den Ingenieuren, sag ich mal, zuarbeitet, aber jetzt nicht selber irgendwie Projektleiter. Als Maschinenbautechniker könnt ihr aber selber Projektleiter werden, Abteilungsleiter könnt ihr werden, ihr könnt Ingenieurstellen euch drauf bewerben, weil der Maschinenbautechniker ist tatsächlich angesehen wie der Maschinenbau-Bachelor. Es ist ähnlich. Also es gibt Firmen, die bevorzugen den Maschinenbautechniker, weil sie sagen, ah, die haben ja mehr Praxisbezug, haben nebenbei noch gearbeitet und so. Es gibt aber auch Firmen, die sagen, sie bevorzugen einen Maschinenbaustudenten. Das ist ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall steht euch alles offen. Ich kenne das von Leuten, die in der Fertigung arbeiten, also Industriemechanikern zum Beispiel. Die werden dann Vorarbeiter, auch ähnlich wie der Meister wieder eigentlich. Also das sind halt Sachen, die ihr machen könnt, wenn ihr den Maschinenbautechniker habt. Ja, Weiterbildung. Ich weiß, dass man bei uns an der Schule auch den technischen Betriebswirt machen kann. Das dauert nochmal ein Jahr hinten dran und das ist halt dann komplett Wirtschaft. Viele machen auch nach dem Maschinenbautechniker, wollen in den technischen Vertrieb zum Beispiel, und dann bietet sich der Betriebswirt sehr an. Außerdem bieten auch viele an, bei uns auch, während dem Maschinenbautechniker noch den Ausbilderschein zu machen. Ich habe den vorher schon gemacht, in der Ausbildung kann man das auch schon. Aber das ist natürlich auch eine Sache, ihr könnt Ausbilder werden und es gibt super, super viele Möglichkeiten. Ihr müsstet euch auch nochmal informieren. Ich weiß auch, dass je nachdem, wo ihr studiert, könnt ihr sogar den Master im Maschinenbau machen, weil der Techniker wie ein Bachelor angesehen wird. Also euch stehen wirklich alle Türen offen.
Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr eine technische Ausbildung gemacht habt, den Maschinenbautechniker dran zu hängen. Und nochmal zu dem Teilzeit-Vollzeit. Ihr müsst natürlich euer Privatleben darauf einstellen, wenn ihr in Teilzeit macht. Vom Stoff her ist es meiner Meinung nach zu schaffen. Es ist halt eher dieses Durchhaltevermögen, nenne ich es mal. Aber wenn ihr das habt, wenn ihr es unbedingt wollt, wenn ihr etwas wollt, könnt ihr sowieso immer alles schaffen. Noch ein kleiner Tipp von mir. Ich habe von meinen Technikerlehrern erfahren, dass sich dieses Jahr nicht so wahnsinnig viele für den Bildungsgang beworben haben. Und deswegen verlinke ich euch meine Technikerschule in Köln einmal noch unter der Beschreibung. Ihr könnt euch noch bewerben, wenn ihr das wollt. Nur nice to have, falls ihr noch auf der Suche seid nach einer Technikerstelle. So. Das war alles rund um das Thema Maschinenbautechniker. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Schreibt mir gerne Fragen. Lasst ein Abo da, wenn ihr mögt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.